Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge Minecraft Survival. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich gleich wundern, weil ich in einer Höhle spawne. Ja, ich habe versucht, eine Aufnahme aufzunehmen, also vom letzten Mal. Weil wir ja letztes Mal die Höhle gefunden haben, wollte ich die Höhle erforschen. Tja, leider ist die Aufnahme abgebrochen. Ja, ein kleines Problem und kein Monster in der Nähe, das ist gut. Ich bin nicht mal mehr auf meiner Map. Ich bin out of Map. Das an, ich bin wirklich out of map. What? Mir ist gerade aufgefallen. Also ihr seht ja den linken grünen Punkt. Ich bin von da nach ganz unten gegangen. Also immer geradeaus weiter nach links. Sich irgendwann. Theoretischerweise müsste ich nach rechts gegangen sein. Warum bin ich dann links? Kein Plan. So, ich muss eh wieder nach oben. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Ah. Dann bin ich wieder Map? Nee. Hier ist noch Eisen. Okay, wir haben hier ein kleines Problem. Meine Schaufel ist leider in der letzten Aufnahme kaputt gegangen. Und eben habe ich fast ein Stickbubble und hier ist gerade irgendwas. Ach, unter mir ist Lava. Baue das lieber ab, bevor es mir meine Items zerquetscht. Perfekt. Okay, hier ist der Lavasee. War da was? Nö. Hier ist die Leiter. War die nicht weiter unten? Ah, doch, doch, ich bin nach links gegangen. Ich bin nach links gegangen, okay. Wenn ich hier jetzt zurückgehe, dann sollte ich irgendwann wieder in der Mitte sein. Ja, jetzt bewege ich mich auf die Mitte. Und ich bin da. Ja, in der letzten Aufnahme habe ich ja hier auf die Ding gemacht. Hier diese Stufen. So komme ich auch ganz schnell nach oben. Ab wann, ab welcher Stufe taucht der Pfeil auf? Gar keine. Erst ab diesem Block. Junge. Ja, ich muss das Minispiel noch doppelt spielen. Ist gut. Hier rein kommt erstmal Gold. Und Eisen. Junge, habe ich viel Eisen. Und was wird hier gerade gebrannt? Das Gold. Ist ja gut, ist ja gut. Von hier sammle ich es wieder auf. Okay, das kommt so rein.
Ja, wir haben auch in der letzten Aufnahme einen Diamanten gefunden, allerdings leider nur einen. Ja, was heißt letzte Aufnahme? Also die Aufnahme, die abgeschmiert ist. Machen wir jetzt dann rein. Ich habe ziemlich viel Zeug, fällt mir gerade auf. Vor allen Dingen habe ich richtig viel Redstone. Also Redstone-Probleme habe ich jetzt keine mehr. Ich habe hier noch dieses Zeug. Brauche ich das zufällig? Alter, dieses Ding nervt jetzt auch. Okay, das wird da schön eingesammelt. So, mache ich das ganze Zeug erstmal hier rein. Spawn like me, spawn skeleton horse. Brauche ich alle nicht. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon weg. Ja, und ich habe hier unser Holzhaus mal als Steinhaus gemacht, nämlich hier ist ein Hühnchen in eine dieser Minecarts reingeschrieben. Deshalb habe ich die Minecarts jetzt auch in so Kisten-Minecarts ausgewechselt. Hier drin ist übrigens Papier, eine Karte, ein paar Kompasse und noch eine Minecart mit einer Kiste. Ja, und da hier eben das Hühnchen hat hier alle Feuerbälle raus. Die Feuerbälle sind irgendwann mal so weit geflogen, dass das ganze Holzhaus abgefackelt ist. Seitdem haben wir das Holzhaus aus Stein. Ja. Ich muss hier übrigens mal Bücherregale weiterbauen. Und zuvor werde ich mal schlafen. Dann schaue ich mal, wie es um unsere Papyrusfarm steht. Gut, ich bin ja schon weg. Nein. Junge. Chill your life. Ich kann auch nichts dafür, wenn ihr so brennt habt. Dann müsst ihr das eben an mir auslassen. Ich habe keinen Herzschaden genommen. Der größte Schaden ist das hier. Rails? Nee, oder? Junge, das ist nicht dein Ernst. Ah. Freundlich zu hören, dass man das so craftet. Setzen wir es erstmal hier rein. Da rein kommt dann erstmal das ganze Zeug. Ja, jetzt habe ich. Das ist schon der nächste Creeper. Seit wann haben die Creeper eigentlich ihre Farbe gewechselt? Nee, jetzt, oder? Sag mir nicht, es wird schon wieder dunkel. Sicherlich hat sich nur eine Wolke vor die Sonne geschoben. Alter. Die Schweine sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Die haben sich grau umgefärbt. Papyrusfarm. Ja, was mit dem hier nicht stimmt, weiß ich immer noch nicht. Ja, hier fehlt ein Redstone, aber das ist nicht das Thema. Ich platziere hier in Redstone, aber es schießt trotzdem nicht. So, Papyrusfarm. 4. Mehr nicht? 22. Was macht die verbackte Papyrusfarm? Backen. Ich gehe erstmal auf die manuelle Papyrusfarm. Die ist auch noch nicht gewachsen. Erklär mir mal eine, warum sie nicht wächst.
Monster Farm. Na, da will ich jetzt erstmal nicht hin. Monster Farm. Auch nix. Nein, da mache ich jetzt kein Papyrus rein. Ah. Junge, Kiste ist. Hier ist ein Lava-Eimer drin. Alles klar. Hier ist eine Kartoffel drin. Junge, sind hier vier Sticks drin. Kann ich mal alle rausnehmen. Ja, die Hexen droppen so viel Stöcke. Nee, also Rotten Flash brauche ich jetzt nicht. Das ist Zucker. Zucker brauche ich jetzt gerade auch nicht. Redstone ist hier Unmengen drin. Brauche ich jetzt auch nicht. Ah, Gold. Mein Card wird Hopper. Redstone habe ich ja eigentlich schon genügend. Oh, hier ist Leder drin. Leder kann ich immer gebrauchen. Dirt, drei Dirt sind da hier drin. Lol. Alle. Alles alle. Hölle, da waren da vier Sticks drin. Ich muss im Creative Mode mal wieder das neue Spawnix reinmachen. Habe ich wieder meinen Spaßeffekt. Kann ich hier erstmal das da reinmachen. Moment. Da stimmt was nicht. Ich höre keinen Klicker. Okay, Sicherheitsrisiko zu hoch, wenn ich das hier rausnehme. Warum bleibt es hängen? Eine andere Frage, warum bleibt es hängen? Egal. Ach nee, das ist so. Habe ich Stein dabei? Nein, natürlich nicht. Warte, ich habe doch da gesehen, dass irgendein Monster. Alter. Unmengen. Eine Redstone-Fackel geploppt hat. Welches Monster ploppt Redstone-Fackeln? Egal, mir soll es recht sein. Da ist dazu fest ein drin. Knopf wäre mir eigentlich lieber. Achso, weil ich auf einer Kiste stehe. Ja, okay. Nein, da gehe ich ganz bestimmt nicht rein. Ohne Creative Mode komme ich da nicht mal eben draus. Sattel. Perfekt. Kann die Redstone Torch mal dahin? Dann habe ich da eine Backup Torch. Ich will raus. So, jetzt haben wir hier zwar wieder dieses Klicker. Oh. Nein, danke.
ob es das schon war. Junge, Springradius kann niemals. Dann muss ich hier jetzt auch noch alles mit Bedrock absichern. Aber absichern. Warum habe ich jetzt wieder das da in der Hand? Das habe ich niemals ins Inventar gesteckt. Vielleicht haben die zufälligerweise nicht getroppt, oder? Nö. Egal, egal. Hopp. Ich habe jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz da unten. Ah. Machen wir jetzt zuerst mal dieses Minispiel. Hier ist noch alles drin. Great. Instant healed, instant healed, instant healed. Typisch Hexe. Naja, sie droppen immer den Trank, den sie gerade in der Hand halten. Deshalb ist es auch so selten, wenn sie mal was anderes als instant healed droppen. Da ist noch der. Ah, hier haben wir ja auch Eisen drin. Und Äpfel. Äpfel. Eisenblöcke und... Warum sind hier Eisenblöcke drin? Egal. Wird seinen Grund haben. Bevor ein... Alter, ich brauche dringend mal ein Haus mit einem Edge. Ich habe hier alles, wirklich alles. Redstone-Funktion. Aber ich habe kein richtiges Haus. Das ist die Battle Chest. Essenskiste. Richtig viele Stöcke. Oh, ich habe hier sogar noch Bücherregale drin. Pfeile nicht rein. Leder kann aber rein. Dort habe ich hier noch was drin. Kommt das hier dazu, das da kommt auch mal dazu, den Lava-Eimer auch. Dann mache ich das hier erstmal hier rein. Vorerst. Was breitest du? Oh, das letzte Iron Ore. Das ist mal praktisch. Okay, fassen wir zusammen. Ich habe 5 Diamanten und ein Stack. 15 Gold. 17 Gold. 4 Stacks und 2 Redstone. 2 Stacks Eisen. Und noch 44 Eisen dazu. Und jede Menge Stein. Aber ich kann das Geklicker leider nicht ausmachen. Nein, nicht in die Essenskiste. Dann hier rein.
So, dann jetzt machen wir das Minispiel, zwar doppelt. Eins. Warte, ohne Effekt. Jetzt habe ich den Effekt bekommen. Ach so, bestimmt waren es Instant-Heal-Pfeile. Nochmal. Unsichtbarkeit. Strange 2 und Weakness. Jo. Pack zusammen. Strange 1. Nochmal Unsichtbarkeit oder Instant-Heal? Ja, nochmal Unsichtbarkeit. Ja. Bin ich unsichtbar. Eben nicht, weil ich eine Rüstung habe. Nee, ist eigentlich hier angekettet. Niemand. Ah, hier war das Schwein angekettet. Ja. Schwein gehabt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich viel verzaubern wollte. Dann ist mir aufgefallen, dass ich dazu Lapis brauche. Junge. Apropos Lapis. Da hinten ist hier dieses Ding. Wer es wagt, mich zu bestehlen, der wird getrollt. Soll ich die Kiste mal öffnen? Ich meine, da unten drunter ist TNT. Ich weiß, ich könnte es abbauen. Lol. Golden Sword mit Sharpness 1 und Admin Sword mit... What the? Fire Aspect 2, Looting 3, Burn of Apropos 5 und Knockback 2. Junge, und das da ist Enchantment Box Sharpness für... ja, ihr wisst, was ich meine. Und was ist das? Hallo. Lapis. Azuli. Komm. Raus da. Ja, also das dann lasse ich mal drin. Das Admins Wort lasse ich auch mal drin. Mache ich das jetzt? Nehme ich mir die Eimer. Dann so. Und die Eimer jetzt so. Perfekt. Dann muss ich es nicht immer kompliziert machen. Okay, jetzt haben wir Lapis. Das heißt, jetzt können wir theoretischerweise verzaubern. Zuvor mache ich da allerdings noch die... Ich muss das dringend stopfen. Habe ich irgendwo noch einen Stick Erde? Ich habe safe irgendwann. Geht gar nicht nach. Immer so eine Wolke. Hier haben wir noch 7 Erde. Hier haben wir komischerweise einen Grasblock. Na, hier haben wir einen Stack Gras. Hier haben wir Wolle. Jo, ist hier viel Zeug drin. Was ist denn das? Mule. Oh, sogar OP Goldenäpfel. Und Blazewatz und Magma Queen. OP. Noch nicht da reinfallen. Kurz Moment. So, tut mir leid, es hat kurz gerade jemand angerufen. So, nächstes. Perfekt. Das war ja schon so. Ich weiß, Höhle erkunden und so, aber... Ja. Verzaubern will ich.
Alter, immer wenn ich hier hinlaufe, denke ich, das wäre eine Mumie. Dabei gibt es das nicht mal in dem Modus. Nein, hier habe ich auch polierten Andesit verwendet und ich bin ja auch so dumm. Oh, was haben wir eigentlich hier drin? Okay. Hier haben wir auf jeden Fall genügend. Wirklich genügend. Zuckercans. Dem Schmiedmeister einen Besuch abstatten. Dann greifen uns wieder seine Lakaien an. Nö, die Decke mache ich jetzt mal mit. Das wird eh nichts bringen an die Decke. Hopp, hopp, hopp. So, jetzt kann ich bestimmt auf Level 30 verzaubern. Smite, Unbreaking. Ja, nehme ich Smite. Oh, Alter, das ist OP. Okay, Fortune müsste ich drauf bekommen. Aber das ist OP. Smite 4, Firespec 2 und Knackback 2. Alter, jetzt habe ich das OP-Schwert. Hier ist der. Ich weiß, dass das meine Holzkiste und alles, was ich mit Holz craften kann. Trotzdem mache ich hier mal Lapis rein. Dieses Geklicke nervt jetzt zwar, aber trotzdem. Ich muss hier rein. Private Room. Nein, ich bin jetzt kein Five Nights at Freddy's. Das habe ich letztens schon aufgenommen. Und es war ein kompletter Reinfall, weil zwei Creeper im Office gespawnt sind. Geh weg. Danke. Oh. Mit dem Hebel mache ich auch den Strich dazu. Da unten ist Eisen. Alter. Hier funktioniert. Junge, ist es schnell. Hier funktioniert noch alles. Nein. Als ich da letztes Mal reingegangen bin, bin ich nicht mehr rausgekommen. Muss ich mich mit Creative Mode rausbacken. Big Trash Place. Disactivate Power only by danger. Ja, besser gesagt, deactivate Power. Okay, hier ist nichts drin. Okay, hier ist wahrscheinlich. Ja, also da ist nichts drin. Das ist wahrscheinlich die beste Methode. Genau schauen, da ist wirklich nichts drin. Nein, da droppe ich jetzt auf keinen Fall mein Schwert rein. Nämlich danach ist es weg. Kann ich es da unten holen? Da unten kann ich es dann herholen. Das will ich jetzt nicht machen. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Alter, nee. Mag jetzt nicht, hab keinen Bock auf die Nacht. Zum Glück habe ich da meine Redstone-Lampe. Ja, was soll ich jetzt noch groß machen? Ich könnte unter der Kiste da hinten mal aufgraben. Oder XP-Farm. Ich schau mal. Ich grab da hinten erstmal auf. Ich will unbedingt wissen, was da unten drunter ist. Das TNT ist ja mega weit nach unten gefallen. Wow.
Ja, also wenn ich da runterfalle, bin ich garantiert tot. Aber das sind Fackeln. Und warum haben zwei TNT so viel Schaden gemacht? Ich hab's richtig lang poltern hören. Sattler. Bist du zufrieden? Ja, hat uns getrollt. Halbwegs. Ah, hier ist Redstone. Redstone. Ah. 22. 5. 1. Das andere ist gespawnt und das da hat auch gemacht. Und es buggt. Ja, also das da ist wirklich das Verbuggteste, was es gibt. Real. Wow. Im Creative Mode ist es richtig verbuggt. Da macht sie die ganze Zeit Ding, 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 Ding. Ja, da, nehmen erstmal. Wenn es jetzt funktioniert. Es funktioniert! Yay! Es funktioniert endlich! Es wird ja nicht noch geschossen. Pfeile. Sehr viele Pfeile. Ah, es nimmt doch. Ich habe mich gerade gewundert, hä? Wie kann das schießen und gleichzeitig nichts verlieren? Andere Frage. Wie baut man eine Schiene? Was brauche ich eigentlich denn dafür? Ich brauche nur ein Item, dann weiß ich das Rezept. Redstone wahrscheinlich, oder? Bingo. Ah, nee, das ist eine Powerball. Ist das eine De Ah. Eisen. Zum Glück habe ich jetzt Eisen. Wahrscheinlich brauche ich noch Sticks. Und? Die Activator Whale. Whale. Ja, Sticks. Oh. Ich bräuchte eine Power Trail. Willst du mich verarschen? Ist das eine Blazewood? Ja, es ist eine Blazewood. Oh, man bekommt gleich 16 raus. Ja, dann hat sich das Problem hier jetzt auch gelöst. Aber Gold. Junge, Gold. Ich weiß gar nicht, habe ich so viel Gold? Ja, habe ich. Zum Glück habe ich so viel Gold. Redstone habe ich auch. Was brauche ich noch? Ist das eine Blazer oder ein Stick? Ich hoffe schwer, dass es ein Stick ist. Gott sei Dank, es ist ein Stick. Ja, ich bekomme gleich mal ein 8 raus. Zum Glück bekommt man so viel raus, habe ich erstmal ein bisschen Backup. Junge, wie schießt du? Autsch. Ah, okay.
Ja, hat sich das hier jetzt auch erledigt. Ach, die restlichen Schienen gerade. Ja, das Hühnchen hat wirklich alles leer gemacht. Böses Hühnchen. Deshalb mag ich keine Hühner. Die steigen überall ein und denken, sie wären der King. Ja, ich lasse erstmal alles bei einem. Die Pfeile brauche ich aber. Ja, auch alles. Noch was? Ja. Warum wachsen die an den Ecken immer am wenigsten? Wir müssten noch das meiste Licht bekommen und das wenigste Wasser. Oh, was habe ich hier nicht drauf? Anbeginn 3 und ich habe eine Diamantschaufel mit Effizienz 5. Warum? Das bringt nichts. Na gut, ich kann alles one-hitten. Also alles, was mit Erde zu tun hat, aber trotzdem. Was würde eigentlich passieren, wenn man theoretischerweise Effizienz auf eine Hacke machen könnte, also auf eine Feldhacke? Was würde dann eigentlich passieren? Ich meine, Effizienz 5, das würde 0 bringen, oder? Ich meine, man könnte ja nichts machen. Man macht mit einer Feldhacke einfach nur das Feld. Was würde dann Effizienz 5 bringen, wenn man das theoretischerweise auf eine Feldhacke machen könnte? So, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Essen. Eins wird wahrscheinlich übrig bleiben. Ja, hätte ich es gar nicht rausnehmen brauchen. Fische angeln. Ja, Fische angeln. Fische angeln. Als ich das letzte Mal geangelt habe, habe ich 2 Angeln rausbekommen. Was ist eigentlich Lore? Ich kann nicht mal herausschließen, welche ich eigentlich ganz zu Anfang benutzt habe. Apropos, ganz zu Anfang, soll ich mal da hoch auf den Berg mit euch gehen? Weiß nicht. Wo ist der da hinten? Nee, ist keine fliegende Insel. Ja, stimmt. Ich habe so lange eigentlich schon nicht mehr gespielt. Außer in letzter Folge und ja, letzte Folge war besser gesagt heute Morgen. Es ist heute Abend. Ist ja gut. Hör auf zu klickern. Hier habe ich noch Feuerkugeln drin. Fire Resistance. Ein bisschen Brot mache ich hier rein. Das heißt ein bisschen das meiste. Schade, dass man Karotten nicht kochen kann oder eine Karottensuppe machen kann. Oder ein bisschen Essen kombinieren kann. Zum Beispiel Brot. Und ein Steak und irgendein Gemüse vielleicht noch, dass man Äpfel und, na gut, mit Äpfeln kann man eigentlich kaum was kombinieren, mit Äpfel kann man Salat machen. So, gehen wir mal wieder runter in die Mine, ich brauche XP. Ja, dazu könnte ich auch einfach in die Monsterfarm gehen, aber trotzdem, ich habe jetzt keine Lust, mich mit 500 Skeletten und Strays umzuschlagen. Was gibt eigentlich nochmal ein Stray? Gibt da eigentlich ein... Okay, es war nachher auch ruhig. Ich habe gerade gedacht, da wäre ein Diamant oder Lapis.
Was macht nochmal ein Stray? Langsamkeit oder Vergiftung? Ich glaube Langsamkeit. Oder es macht Schwäche. Ich könnte hier auch weiter. Nee, ich gehe hoch in die Höhle. Wer ist da hinten? Ist nichts. Da habe ich nur Diamanten gefunden. Nur. Gehen wir mal hier weiter. Oh. Verdammt, ich habe keine Schaufel mitgenommen. Ja, das war jetzt weniger klug von mir. Das ist nicht die Stelle, wo ich gesagt habe, hier komme ich ohne Schaufel nicht weiter. Ja. Ist hier die ganze Höhle eingestürzt. Trinkt Stein. Hier war ich anscheinend noch nicht. Hier ist Wasser. Ah, hier kann ich meinen Körbel loswerden. Naja, halt. Nimm das wieder weiter down. Nein, bleib da. Danke. Ja, also diese Höhle ist wirklich eine Redstone-Höhle. Ich finde hier ununterbrochen Redstone. Wirklich ununterbrochen finde ich hier Redstone. Frage, gibt eigentlich so ein Redstone-Erz eigentlich auch ein Redstone-Signal, wenn man es aktiviert? Würde mich interessieren. Ja, das kann ich sogar gleich ausprobieren. Erstmal, danke. Nö, gibt keins. Das wäre ziemlich cool gewesen. Leuchtet nur. Da ist noch mehr. Da hinten geht's in eine neue Mine. Das heißt neue Mine. Frage, brenne ich? Nö. Ist jetzt nicht gut, dass ich. Okay, ich kann aber bestimmt. Glaube ich den hier auch gerade mal ab. Zum ersten Mal Lapis. Na gut, war jetzt nicht viel, aber trotzdem 10 Lapis. Jo, ich habe das eingesammelt. Das war hier. Ich habe das eingesammelt. Lol. Okay, ich habe fast wieder 30 Level. Okay, wenn ich den kaputt mache, geht es natürlich in die Lava. Hier unten drunter ist keine mehr. Wusste ich's doch. Ah, nicht schon wieder. Wegen dem Problem, mit diesem scheiß Energieproblem, ist diese Aufnahme abgeschmiert. Das wird wahrscheinlich jetzt wieder passieren.
Nee, da ist doch keine neue Höhle. Hier ist Kohle. Sackgasse. Wie immer. Also schön, gehen wir am besten wieder nach oben. Ich habe ein bisschen Lapis gefunden, darüber bin ich stolz, also froh. Und ich habe mich komplett verirrt. Safe laufe ich in die falsche Richtung. Ah. So, hier war ich noch nicht. Das muss ich mir merken. Ich muss mir vor allen Dingen mal eine Dia-Pickaxe machen. Nämlich, ich brauche unbedingt, wirklich unbedingt Obsidian. Oh. Ich brauche gar nicht mehr so unbedingt Obsidian. Ich habe hier schon ein netter Portal. Ich habe hier eigentlich schon ein netter Portal. Die lasse ich erstmal noch die Quelle. Ah. So, dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Schon zum zweiten Mal heute. Ich muss mich beeilen, sonst schmiert die Aufnahme wieder ab. Jo, ich kann jetzt halt mit der Treppe richtig hochsprinten. Früher ist es ja immer so richtig lange gedauert. Jetzt kann ich hier einfach hoch sprinten. Früher hat es richtig lange gedauert, bis ich immer draußen war. Und wir haben sofort Nacht. Schnell schlafen. Deshalb habe ich immer ein Bett in meiner Höhle. Genau, theoretisch, also warum muss man sich eigentlich ein Bett machen? Man könnte ja theoretischerweise einfach auf dem Boden schlafen. Ich weiß, das wäre unbequem, aber theoretischerweise. Früher haben die Leute ja auch immer nur auf dem Boden geschlafen. Junge! Halter! Wenn du Hunger hast, dann frisst eine Kuh, aber nicht mich. Eisen kommt hier rein. Habe ich hier eigentlich Dirt drin? Ja, habe ich. Ah, ich habe hier sogar Obsidian. Frage, kann man sich irgendwas mit Obsidian craften? Nee, das da kommt nicht hier rein, aber das da. Das da kommt da rein. Obsidian. Ja, Enchantment Table. Wow. Also, von dem her würde ich jetzt eigentlich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr groß zu tun. In der nächsten Folge werde ich vor allen Dingen mal versuchen, auf den Berg zu gehen und weiter in der Höhle zu forschen. Ja. Von dem her würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Video. Bis zum nächsten Video.